Moin, herzlich willkommen zurück im Freispiel. Wir wollen euch mal wieder ein Spiel vorstellen. Und zwar diesmal wieder ein Zwei-Personen-Spiel. Brandneu, jetzt gerade erschienen bei Huch Fairy Trails von Uwe Rosenberg. Über den redet man eh gerade wegen Spiel des Jahres viel. Und der hat hier mal wieder ein richtig tolles Ding abgeliefert. Ja, wer kennt das nicht, ne? Das sind hier so Zwerge und Feen, die sind da irgendwie im Zauberwald unterwegs und die sind sich spinnefeind, die mögen sich nicht. Und die haben so Hütten im Wald gebaut und die ziehen da aber immer erst dann ein, wenn sie aus dem öffentlichen Wegenetz eine Privatstraße gemacht haben. Also quasi Gated Community im Zauberwald. Und diesen Zauberwald, den bauen wir hier nach und nach auf. Wir sind zwei Spieler. Jeder Spieler, jede Spielerin hat immer zwei Handkarten. Eine davon wird an dieses Wegenetz irgendwo angelegt und dann ziehe ich eine Karte nach. Ziel des Ganzen ist es jetzt, dass man eben die eigenen Hütten, gelb oder rosa, mit so hübschen Glitzersteinchen belegt. Das bedeutet dann, hier zack, da ist ein Zwerg eingezogen. Genau, der zieht wie gesagt erst dann ein, wenn die Wege fertig sind. Das müsstet ihr jetzt hier im Detail gut sehen. Wir haben hier so Sackgassen und da das Haus. Und wenn ich jetzt eine Karte anlege, die dafür sorgt, dass das gesamte Wegenetz nur aus Sackgassen besteht und der gelbe Weg nirgendwo weitergeht, dann darf ich da einziehen. Und so geht das meiner Gegnerin natürlich auch. Die hat hier ihre Karten und versucht dasselbe mit pinken Dingern. So, jetzt haben wir hier zum Beispiel, das ist ein pinker Weg ohne irgendwelche Aushänge. Super, könnte man einen Stein hinsetzen, wenn da ein Haus wäre. Aber Feen sind bekanntermaßen als Landschaftsarchitekten nicht sonderlich begabt. Jedenfalls, wenn ich mitspiele. Genau, das ist Fairy Trails. Das geht so lange, bis es einem Spieler gelungen ist, alle seine Steine auf die Hütten zu platzieren. Dann ist das Spiel rum und diejenige Spielerin hat gewonnen. Ansonsten endet das, wenn alle Karten aufgebraucht sind, also die Auslage dann über den ganzen Tisch rübergewuchert ist. Und wer dann am meisten seiner Steine losgeworden ist, ist die Siegerin von Fairy Trails. Super Teil, schaut euch das mal an. Wenn ihr mögt, klickt hier drauf, da wo eben noch die Spielschachtel stand. Da habt ihr dann ein Abo dagelassen für unseren Kanal, dann werdet ihr informiert, wenn da neue Videos hochgeladen werden. Bis dahin, jetzt erstmal viel Spaß mit Spielen. Tschüss!